Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Und so beginnt es. Ich habe überlegt, ob ich diesen Beitrag als Nachtgedanken anbringe. Es hätte wohl gut gepasst. Aber ich möchte euch die Details der Schrecklichkeit, obwohl sie zwei Tage alt ist und obwohl sie natürlich schon zumindest von Reitschuster und äh, von Emperor Caligula kommentiert wurde. Noch einmal näher bringen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe eben den Anfang von Emperor Caligo das Video gesehen und äh, da bin ich erst richtig auf diese Situation gekommen. Ich habe das vorher, das ging so an mir vorbei. Ich war ziemlich in der Stressphase und habe das nur so nebenbei mitbekommen. Nicht so richtig. Und jetzt wurde mir bewusst, welches äh, brisante Thema da liegt. Deshalb weiß ich noch nicht, was andere dazu kommentiert haben. Ich mache es jetzt einfach mal so, wie ich denke, und bin sehr gespannt. Ob sich das mit anderen Leuten deckt, die darüber berichtet haben. Und dementsprechend mache ich es jetzt detailliert am Artikel und werde euch am Ende aber trotzdem eine Mutbotschaft geben wollen. Polizeiliche Hetzjagd auf Ungeimpften im Zug unter Applaus der Fahrgäste. Das schreibt Reitschuster. Ein Gastbeitrag von Daniel im Matisek. In diesem Staate ereignen sich in immer kürzere Abfolge praktisch menütlich so abscheuliche Szenen, dass jede Hoffnung aus der Geschichte sei irgendetwas gelernt worden, getrost zu Grabe getragen werden darf. Es bedurfte tatsächlich nur eines neuen Einfallstores, einer anderen Maskerade, um wieder dieselben Methoden, dieselben elenden Stimmungen zu reaktivieren wie einst, und wir stehen erst am Anfang. Unheilschwangere Worte ganz am Anfang. Nun kommt eine Situationsbeschreibung, die ich auch in meinen Videos schon mehrfach aufgegriffen habe. In Schulen werden die Namen ungeimpfter Schulkinder oder solcher, deren Eltern ungeimpft sind, an die Tafel geschrieben. Mancherorts müssen sie auf dem Schulhof, separiert von ihren Klassenkameraden, unter Bewachung Pause machen. Kauft nicht bei Ungeimpften, schmiert ein Unbekannter an das Geschäft eines Corona-Maßnahmenkritikers. Ich gebe zu, dass ich an der Stelle sagen muss, dass ich nicht weiß, könnte auch ein Hook sein von der Kritikerseite, die mir was in die Medien bringen wollten. Das ist auch natürlich möglich. Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann es mir vorstellen, dass das stimmt. Am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, im Restaurant, im Familienumfeld, im sozialen Nahbereich, die Anfeindung und Ausgrenzung steigern sich ins Uferlose. Tja, unser Bundeskanzler sagt, es gibt keine Spaltung der Gesellschaft. Naja. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sagte bei Maybrot Illner im ZDF den ungeheuerlichen Satz, es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Eine erschütternde Erlebnisschilderung kursiert derzeit im Netz, nachdem sie auf Twitter viral ging und mittlerweile sogar von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen geteilt wurde, dem dazu nur fassungslose Kommentar nicht mehr mein Land einfiel. Was ist da passiert? Ich sage ich an dieser Stelle kritisch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Ja? Ich kann mich da nur drauf verlassen. Aber ich halte es tatsächlich für möglich. Gehen wir zum Fall. Der Medizinhistoriker Florian Mildenberger protokolliert darin einen gespenstischen Vorfall, dessen Zeuge er als Bahngast wurde. Hier der Bericht im Wortlaut. Unausweichlichkeit der Situation. Das Gefühl der totalen Ohnmacht ist schrecklich und ich hatte gedacht, es schon erlebt zu haben. Falsch gedacht. Ein ICE bringt mich von München nach Berlin zurück. Er hält in Nürnberg und Erlangen. Kurz nach Nürnberg, Tumult im Zug. Ein Mann im Anzug hastet eilig nach hinten, verfolgt vom Schaffner und einigen Mitfahrern. Der Bahnhof Erlangen ist erreicht und herein stürmt die Bahnpolizei. Der Mann erkennt die Unweich-, Ausweichlichkeit der Situation und stellt sich selbst an die nächste Klotür, die Hände nach oben. Gleichwohl wird er zu Boden gerissen, ihm die Plastikhandschellen umgelegt und er mit großem Geschrei aus dem Zug geworfen. Dann noch ein Gruppenfoto der Beamten mit ihrem Zielobjekt. Ich werde noch warten mit der Kommentierung, aber es wäre schon wieder so viel in meinem Kopf dazu. Aber ich versuche mir das zu verkneifen und es mir für das Ende gesammelt aufzuheben. Mittlerweile ist klar, was hier passiert ist. Der Mann war schnell eingestiegen, hatte keine Fahrkarte, wollte diese beim Zugbegleiter lösen. Und konnte keinen Impfnachweis beibringen. Er hoffte wohl, in Erlangen vom Bahnsteig türmen zu können. Dies unterbanden Personal und selbstberufene Sheriffs. Das brutale Vorgehen, die Treibjagd durch den Zug, das gegenseitige Schulterklopfen der Beteiligten, das alles wäre noch irgendwie erträglich gewesen, wenn da nicht die 80 bis 90 Mitfahrer in meinem Wagen gewesen wären, die allesamt das Verhalten der Beteiligten lobten, Beifall klatschten und sich darüber echauffierten, welche Gefahr für die Volksgesundheit von diesem einen Mann ausgegangen sei, der natürlich die Maske trug. Ganz im Gegensatz zu den Bewunderern der Ordnungsmacht. Die meisten setzten die Maske erst wieder auf, als der Schaffner erschien. Vorschläge zum Ausnahmestaat. Noch bis Bamberg galten sie sich auf, was mit ungeimpften Schädlingen passieren sollte: Wegsperren, Arbeitslager, Sogar die Kastration wurde in Vorschlag gebracht. Ich ging durch den Wagen, um mal zu sehen, wer da so laut als Vorschläge zum Ausnahmestaat erbrachte. Es war eine bunte Mischung der Gesellschaft, die grünen Hipster, die man an ihren Greta-Aufklebern auf dem Laptop erkennen konnte. Die selbstzufriedenen Rentner, die Schichtarbeiter mit dem Feierabendbier, die Ökomutis mit den plärrenden Kleinkindern, das Ehepaar auf dem Weg zur Küste und mittendrin ich. Ich war unfähig, irgendetwas zu sagen. Ich war zu feige, und die Scham über diese Feigheit ließ mich erstarren. Ich weiß nicht mehr, was zwischen Bamberg und Berlin Südkreuz geschah. Ich fiel wie in einer Art Trance. Ich spürte noch, wie die Tränen über mein Gesicht liefen, aber ich war nicht fähig, ein Wort vorzubringen, irgendeine Bewegung zu machen. Ich saß nur da, eine Hülle meiner selbst. Kurz vor Berlin Südkreuz erwachte ich aus dem Blackout und ging zur Tür. Ich hatte mich nie für feige gehalten, war nie einer politischen Diskussion aus dem Weg gegangen, aber das... Was ich auf dieser Zugfahrt erlebt hatte, kannte ich nur aus Geschichtsbüchern. Es war kein einfaches Mitmachen, es war der Wunsch, ganz vorne mit dabei zu sein, sich einzubringen in die Vernichtungsspirale, die meine Mitreisenden ganz stolz vermeldeten. Und ich war zu feige, etwas dagegen zu unternehmen. Vielleicht, weil ich mit ihnen eingeschlossen war. Auf einer Demonstration im Freien wäre ich hoffentlich nicht erstarrt. Denn da hätte ich, wenn alles schiefgegangen wäre, noch wegrennen können. Aber in diesem, diesem rollenden Blockfahrtparadies, Gab es keinen drin. Das ist es also, wie es beginnt. Für mich ist das ein Beitrag, den ich kommentieren muss, obwohl er zwei Tage alt ist, weil er für mich absolut schockierend ist, denn er bringt unheimlich viele Dinge, die ich befürchte, die ich auch immer wieder prognostiziert habe, zusammen. Zum einen habe ich vor ewigen, vor ewigen Zeiten, ich glaube sogar letztes Jahr sogar noch, ja, letztes Jahr glaube ich, im Sommer noch einen Artikel gemacht zum Kollektivismus, der den Individualismus frisst. Das passt hier ganz genau. Dann habe ich letztens gesagt, fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Und genau das ist es. Es sind nicht die Monster, sondern der normale Mensch, der jetzt zur Treibjagd ruft, der sich berufen fühlt, der Moralaria der jetzt endlich draufhauen kann und sich besser fühlt, der sich jetzt erhöhen kann über den anderen, der dadurch seinen eigenen Minderwertigkeitskomplex bekämpft, nichts zu sein, sich erhebt, erhöht und die Moralschädling jagt, endlich auf der Seite der Guten, endlich wichtiger, richtiger und wahrer. Und das machen die ganz normalen Menschen. Und es sind gerade die, zum Beispiel die grünen Hipster, die eigentlich von links kommen und theoretisch mal Liberalität, Freiheit und Demokratie auf ihren Fahnen hatten. Wie sehr haben sie sich vergessen. Aber das sieht man ja auch politisch. Mit der Impfpflicht. Was ich sagen will, das, was wir hier gesehen haben, das ist eine Hetzjagd. Eine Hetzjagd. Nicht das Chemnitz-Narrativ, wo man uns irgendeinen Unsinn erzählt hat. Das hier ist eine echte und wahre Hetzjagd. Und hier werden Dinge gesagt, die dritter Reichschargon sind. Ich bin nicht sicher, ich kann heute nochmal gucken, aber ich würde fast davon ausgehen, dass wir keine größeren Berichte in den großen Tageszeitungen hatten, die das jetzt, sag ich mal, tadeln. Oder als ähm, eine schlimme Kipp-Situation beschreiben. Ihr könnt mir aber gerne widersprechen, sollte das in der Presse groß beleuchtet worden sein. Gerade schlimm finde ich, dass hier auch mit Gewalt vorgegangen ist. Ja, Also es ist ja offensichtlich unnötig gewesen, ihn zu Boden zu reißen, ihn Handschellen anzubringen. Das ist ja völlig over the top. Alter, der Typ hat keine Fahrkarte gehabt. Aber er gilt als Gefährder, quasi als Terrorist. Und man sieht, dass die moralischen Hemmungen fallen bei allen, auch bei den Polizisten, die jetzt ihn relativ gewalttätig behandeln, ihm sogar Plastikhandschellen umlegen. Das ist albern. Ihr seht, was hier passiert. Ich habe das schon gesagt. Wir sind in einer pathogenen Gesellschaft. Das ist krankhaft. Und die Leute, die jetzt hier kommen mit... Kastration und äh, was hatten wir da noch? Ungeimpfte Schädlinge, Volksschädlinge. Das ist Nazisprech. Erinnert euch mal daran. Ja? Der Volkskörper war das Wichtige. Da sind wir jetzt wieder. Und das ist seit letztem Jahr klar, dass es dahin kommen wird. Ich habe es letztes Jahr gesagt. Und jetzt haben wir das. Und es geht immer eine Schippe mehr drauf. Immer mehr. Also. Ja, wir haben hier Entgleisungen, die man vor zwei Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Ja? Wo man immer erzählt hat, wir Deutschen in der Mehrheitsgesellschaft würden das mit Minderheiten machen. Was damals aber immer völliger Bullshit war. Und heute fürchte nicht die Minderheit. Die Minderheit ist nicht wichtig. Fürchte die Mehrheitsgesellschaft. Genau das sehen wir hier. Nochmal. Die Sprüche, die hier geklopft worden sind, sind zutiefst menschenverachtend. Der Typ hat den Status eines Untermenschen bei diesen Leuten, eines Straftäters. Das ist in keiner Weise der Situation angemessen. Und dennoch funktioniert es. Und es funktioniert, weil die Medien den Boden vorbereitet haben und die Politik. Und weil die nicht mehr zur Gesellschaft gehören, wie uns gesagt wurde, diese Ungeimpften. Ich finde es auch so bezeichnend, zum einen nicht nur die Wortwahl und dass hier sowas wie Arbeitslager gesagt wird. Und ich kenne das aus dem Kreis meiner Bekannten, wo die Rentner dann irgendwo in der Apotheke stehen und sagen, die sollte man alle einsperren, ja? Oder wo man auf der Straße als K Kritiker als Arschloch bezeichnet wird vom Apotheker. Habe ich alles schon erlebt. Aber hier ist das Schockierende jetzt. Dass die mitlaufende Masse großteils mitläuft, aber dass sich wieder einige erheben, die aktiv mitmachen. Und genau diese Strukturen kennen wir. Ja? Die Masse hält immer die Klappe, macht im Zweifel zwar mit, aber es gibt immer einige, die das brauchen, die sich total aufgeilen an der Macht über andere, an der Diskriminierung. Diese Menschen, die in sich einen Kern haben, der fehlgeleitet ist, der die meiste Zeit des Lebens schlummert. Aber bei solchen Sachen bricht er raus. Und wir haben wieder Hetzjagden. Echte Hetzjagden. Und unsere Presse, soweit ich das sagen kann, schaut mehr oder minder weg. Denn hier reicht ein kleiner Artikel nicht mehr. Hier werden grundsätzlich Menschenrechte beschnitten. Hier wird die Würde des Menschen mit Füßen getreten. Es müsste alle demokratisch Gesinnten Zeitung dazu bringen, Riesenartikel zu bringen. Und nicht nur Reitschuster. Und derjenige, der es mitbekommt, ist zu feige. Er traut sich nicht. Und ich mache ihm gar keinen Vorwurf. Vielleicht ist er ein alter Mann, der Angst hatte vor der Gewalt der anderen. Und jeder von uns guckt mal weg und denkt sich, es lohnt sich diesmal nicht. Ich habe auch schon manchmal Sachen gehört und habe gedacht, ich müsste was sagen, aber... Du bist einfach zu dumm, es hat keinen Sinn. Also so hart denke ich natürlich auch und so diskriminierend. Aber ähm, wenn Leute ihre eigene Geschichte vergessen und die gegen rationale Argumente nichts einwenden können und trotzdem darauf beharren, welche Sinnhaftigkeit hat es dann? Das auch zu erkennen manchmal, diese Sinnhaftigkeit, darüber haben wir schon oft genug gesprochen, gesprochen und das hat natürlich auch Gunnar Kaiser in, glaube ich, seinem letzten Video. Ja, nochmal so als Erkenntnis mit reingebracht. Und im Zweifelsfall muss man aber auch sich selbst schützen. Das ist immer die Waagschale. Wenn ich ein alter Mann vielleicht im Zug bin, dann halte ich gegenüber der Gewalt der Mehrheitsgesellschaft die Klappe. Das ist auch verständlich. Denn so funktioniert es ja in der Diktatur. Dass die Mehrheitsgesellschaft den Einzelnen unterdrückt und er keine Chance hat und es taktisch klug ist, sich wegzuducken. Und so funktioniert es. Und so hat es auch hier funktioniert. Derjenige hat sich weggeduckt, quasi, hat Angst gehabt, hat sich selbst aber im Prinzip entwürdigt gefühlt dabei. Und jetzt komme ich zum Guten. Das ist der Beginn. Es wird immer weitergehen. Und das ist jetzt die Stufe, bevor Leute totgeschlagen werden. Das ist nicht mehr weit bis dahin, dass das passiert. Stück für Stück für Stück und irgendwann wird es jemanden erwischen. Irgendwann wird jemand zusammengeschlagen und irgendwann gibt es auch den ersten Toten. Vorher aber gibt es noch einen Querdenkeranschlag. Der ist dann wahrscheinlich inszeniert. Wird aber ins rechte Licht gerückt werden, um das sozusagen der Presse zu liefern, was man braucht, um die Hetzjagd legitim zu machen. Da sind wir jetzt. Wir sind wieder ganz, ganz weit hinausgegangen auf den See mit der Eisschicht, darunter die Zivilisation und die Eisschicht, auf der wir jetzt stehen in der Mitte, ist ganz dünn. Und es braucht nicht viel, dass sie bricht. Aber ich will euch was Gutes mitgeben. Dieser Mann hat in sich geschwört, wen ist dieser eine, dass es nicht richtig ist, dass es schlimm war, er hat es wahrgenommen. Und er hat auf einer Demo vielleicht seine Meinung gesagt. Das Problem ist, dass wir alle isoliert sind. Und wie wir in den Milgram-Experimenten sehen, traut man sich nicht gegen die Mehrheit etwas zu sagen. Aber sobald einer aufsteht, trauen sich andere mitzuziehen. Das ist auch ein Ergebnis der Milgram-Experimente, beziehungsweise nein, es ist der Ash-Experimente in dem Fall der Ash-Experimente. Indirekt aber auch bei Milgram. Und das bedeutet, einer muss immer aufstehen. Und muss was sagen. Es muss der sein, der stark genug ist und der das vertragen kann. In der Hoffnung, dass irgendwer mitzieht. Und wenn ihr das tut und aufsteht, fordert ihr anderen auf mitzumachen, die noch Angst haben. Und genau deshalb ist die positive Botschaft, ja, wo wir sind, ist kurz vor dem Bruch der Zivilisation. Und ich glaube nicht, dass ich übertreibe. Aber noch können wir es wenden. Ihr könnt auf die Straße gehen, ihr könnt jetzt auf die Demos gehen, es ist jetzt genug da, es ist Bewegung da. Nehmt Geimpfte mit, versucht sie mitzunehmen, zeigt ihnen das und sagt, guck mal, guck mal, das haben wir doch schon alles gehabt, verstehst du das? Ihr werdet eine Menge Leute haben, die es nicht verstehen werden, die sagen werden, das war prinzipiell ja richtig, bloß ein bisschen zu hart, aber prinzipiell war es richtig, aber ihr werdet auch die Leute haben, die eigentlich nicht überzeugt waren von der Geschichte, die sich haben pieksen lassen. Und die jetzt kippen, weil sie wissen, oh mein Gott, jetzt kommen drei Booster nochmal Omikron obendrauf. Und Lauterbach ist schon irgendwie darüber am Reden mit einer vierten speziellen Impfung und so. Und dass es den nächsten vier Jahren sowieso nicht erledigt ist, da könnt ihr euch denken, dass ihr euch gegen alles die nächsten Jahre oder ihr euer Leben lang impfen lassen dürft. Und das ist eine Erkenntnis, die jedem jetzt klar werden muss, weil es geht ja um eine Variante. Es gibt tausende Varianten. Und es gibt immer wieder neue Varianten. Mit dieser Begründung werden wir niemals wieder aus der Sache rauskommen. Niemals. Es ist klar ersichtlich, dass du nie wieder aus dieser Sache rauskommst und dass du deine Seele an eine Pharmaindustrie verkaufst. Und nicht alle der Geimpften sind verblendet. Wir können dann noch Leute abholen und auf unsere Seite ziehen und die Spaltung überwinden. Das ist das Wichtige. Die Spaltung zu überwinden und die anderen mitzunehmen. Und das ist das, was Mut macht, obwohl die Situation unfassbar schlimm ist. Und wie gesagt, wenn ein Jahr zurückgeht zu meinen Videos, habe ich das da angekündigt, dass das kommen wird. Und es ist erschreckend, dass ich das erkennen kann, aber die große Masse der Gesellschaft nicht und das ignoriert und noch voll mitmacht und jetzt langsam aktiv in das Spiel einsteigt. Das war's von mir, bleibt mir gewogen. Bitte gebt mir ein Abo auf dem Hauptkanal und dem Zweitkanal und natürlich auf Get Alone Wanderer ist das und auf Telegram. Ich danke euch. Teilen und verbreiten ist der Lohn für meine Arbeit.